Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Craftopia. Und wir gehen heute auf die Höllenmap, denn ich würde dort gerne versuchen. Hi! Alles klar! Ich glaube, das sind die von der neuen Map! Ja! Gut! ja, was wollte ich sagen? Ich möchte heute gerne auf die Höllenmap das ein oder andere Dungeon machen, ne? Denn ich möchte mal gucken, ob es dort eventuell die sogenannte Höllenpaprika gibt. Deswegen habe ich mir auch gerade diesen Hitzeresistenz-Potion gekrallt. Und wir gucken mal. Auf der waren wir ja schon. Wir gehen einfach mal auf diese hier. Nicht wundern, wenn wieder Nebengeräusche kommen. Denn ich trinke nebenbei einen Kaffee. Und das lasse ich mir von niemandem verbieten. Wenn es euch stört, schaltet aus. So, als erstes gleich mal die Null reinpfeifen hier. Einmal hier hoch, wir starten von hier oben. Nee, schaffe ich nur bis hier hin. Wie viel Damage kriege ich? Okay. Der Hitze-Potion. Okay, die Hitze ist 1000 und der Potion ist 999. Alles klar. Ich hätte noch diese Hitzedinger mitnehmen sollen, die ich, Wo kommst du denn her? Alter, was hält der hier aus? Okay. Die halten ordentlich was aus. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zur Base. Ich möchte mir diese Hitzedinger reinholen, weil wenn der Trank 999 Hitzeresistenz gibt und ich noch mal jeweils zwei Level 1 habe, bin ich auf 1001. Das heißt, ich dürfte keinen Hitzedamage mehr kriegen, normalerweise. Okay, das ist mir auch neu, dass es so laggen tut, wenn man die Map wechselt. Ich weiß bis jetzt nur, es laggt, wenn die Welt gespeichert wird. Auch das ist auch fertig. Etwas, was man zum Stage-Wechsel braucht. Oh, okay. Knochen brauche ich nicht wirklich. Hier hinten waren die Teile. Poison. Hä? Amulett? Warte, stopp. Price Rate. Hitzeresistenz Level 1. Genau, die will ich haben. So und so. Euch lasse ich erst einmal hier. Euch habe ich ausgerüstet. Ihr kommt dahin. Das müsste doch jetzt rein theoretisch reichen. Einmal traveln. Die Dungeons, ja, die werden eine Herausforderung für sich und schön schwer werden. Aber es muss ja gemacht werden. Die neuen. Einmal ganz kurz hier hin.
Stamina voll regne. Ab geht da, das schaffe ich, 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 das schaffe ich. Jo. Und ich krieg keinen Hitzedamage. Ich wusste es doch. Alter. Da kommen die gleich wieder runter. Wollen die mich verarschen? Wash Gang. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche auf jeden Fall dieses Hitzemetall noch. Und das kriege ich halt aus diesem, aus diesen roten Dingern. Das Holz habe ich ja schon. Haben wir hier irgendwo, hier haben wir Red Herb, das nehmen wir auch mit. Haben wir hier noch irgendwo so ein... Da hinten ist eine Kiste. Hier ist nix, da ist nur Kristall. Oh, der Sound hat sich auch geändert. Okay. Also der Sound der Kisten, wenn man in die Nähe kommt, hat sich auch geändert. Das, ja. Nice, nice. Oh. Ey, ist der besser als mein jetziger? 120 Max Attack. Der ist aber sowas von besser. Den behalte ich. Da ist noch eine Kiste. Ich hoffe nicht, dass der mich jetzt hier abschießt. Ja. Noch eine Lanze und eine Platinpicke, die ich nicht benötige. Aber da oben habe ich schon das ein Dungeon gesehen. Und einmal die Null. Null? Jetzt, ich krieg nämlich Damage. Genau, das muss ich abbauen. Ja, das reicht sogar zu 20 Stück. Treasure Sword of Ganesha. Warte mal, Ganesha war das nicht der mit diesem Elefantenkopf? Ah ja, kommt. Scheiß drauf, no risk, no fun. Was? Ball Kicking Trail. Okay. Kein Mob, kein feindlicher Mob. Komm, mach auf. Ich will wissen, was das ist. Da ist die Tür. Nee. Nein. Oh lol, die haben jetzt hier unten sogar eine Anzeige. Interessant. Wow. Ich hoffe nicht, dass das auf Zeit geht. Nee. Aber... Hey, wie soll ich denn den da rüberkriegen, bitteschön? Sag mal... Der Scheißball will da einfach nicht rüber.
Ah. Jo, getroffen. So einfach kann's gehen. Kisten gibt's hier nicht zum Öffnen. Ja. Ihr seht, Dungeons hier, da gibt's auch Abwechslung ohne Ende. Oha! Boah, die Frank... Alter! Die Axt ist geil. 235 und meine machen 180. Durability von 200, Durability von... Och nee, die haben weniger Durability. Die hier werden auf jeden Fall erstmal gesondert aufgehoben. Der hier auch. Ja, gut. Es gibt schöne Sachen, die ich gerne nutzen möchte. Aber ja, anscheinend nicht kann. So, gleich darf ich wieder einen Trank zu mir nehmen. Ich würde sagen, das nächste Dungeon wartet auf uns. Irgendwo wird doch noch eins sein. Wir gucken mal. Lass mich in Ruhe. Wir gucken mal. Dungeon, wo bist du? Ja. Nein! 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 Was mache ich denn? Nein! Holy shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Alter, ich verstehe das nicht. Der wollte einfach nicht. Oh, man kann sogar in der Lava angeln. Geil. Irgendwie hört sich das nicht mehr nach Metallabbauen ab, sondern einfach... Ey. Sondern einfach nur noch nach irgendwas... Hier, der will nicht hängen bleiben. Hier will er. Aber da ist das nächste Dungeon. Warum wollte der jetzt an der einen Wand nicht hängen bleiben? Das ist ja... mysteriös. Ein Fall für X-Faktor. Na, lass mich in Ruhe. Schon wieder Ball kicken. Oh Mann. Das hat ja gerade eben schon so einen Spaß gemacht. Da ist eine Kiste. Easy. Lass mich, ich will die Kiste. Alter, ist die fett. Und ja, die ist so fett und da kommt so ein kleines Schwert raus. Ernsthaft? Ohne Worte, würde ich sagen. Ohne Worte. Ja, da haben wir zwei High-Level-Dungeons gemacht, ohne gegen einen Boss-Mob zu kämpfen. Das ist schade eigentlich.
Schon wieder so ein Stab. Hier ist irgendwie das gleiche immer drin. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Aber wir haben ja noch die versteckte Kiste. Oh, ich bin full. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich gerade aktuell wegschmeißen soll. Wir lassen das Schwert einfach liegen. Aber, hä, warum gab es da noch so ein Ballkick-Dings? Lichtschwert! Also das nehme ich natürlich mit. ...255 Attack Damage. Oh, ist ja blau, wie langweilig. Oh nein, ich habe kein Holz! Aber jetzt! Gib mir noch mehr Holz! Hey, du da! Ich hab was für dich! Okay, der will normales Holz. Damit kann ich nicht dienen. Brauche ich alles nicht. Okay, also das Ding da hinten hätte ich auch gerne. Ich habe doch noch ein Platin-Schwert hier rausgezogen. Müll damit. So, einmal darüber. Bitte häng an der Wand. Ich muss nur aufpassen. Irgendwo hier pümmelt auch der Drache rum. Ja, wenn man nicht hinguckt. Nice, nice. Wenn man nicht hinguckt. Oh, hier haben wir sogar noch einen Dungeon. Ich denke mal, das schaffen wir noch in der Folge. Dungeon of Island. Ja, das Schwert brauche ich nicht. Okay. Hier hat sich einiges geändert, auch in den Dungeons. Oh Mann, ich finde die Lanzen so geil. Ganz ehrlich. Wow, den kann ich nicht setzen, weil die verbrennen. Oh Mann. Was gibt denn am wenigsten Geld? 99.000. Ah, oh, ich will das Lichtschwert nicht verkaufen. Ja, 15.000, weg damit. Und das da, 40.000. Oh Mann, ich werde hier so eine Probleme kriegen, den ganzen Loot wegzutragen.
Oder ich markiere mir das Dungeon, wir machen das in der nächsten Folge und gehe jetzt erstmal nach Hause diesen Loot verkaufen. Das Dungeon ist am anderen Ende der Map. Ja, der will einfach... Der wollte wieder nicht hängen bleiben. Warte mal. Weg mit ja. Du bist mir zu stark. Alter. Okay, die Kiste werde ich auch nicht looten, ne? Und der kommt mir hinterher gepömmelt. Ich glaube, mich hackt's. Ich habe deine Markierung, die soll weg. Die soll dahin. Also die Mobs hier sind mir noch ein bisschen zu crazy. Also mit denen möchte ich mich noch nicht anlegen. Ne? Vor allem nicht mit dem da. Und diesen riesen Chicken Wings. Ob die auch so eine riesen Eier legen? Könntest du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ja, Drache, was denn los, hä? Kriegst mich wohl nicht, hä? Haha, bin ich dir zu schnell? Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, ich bin jetzt zu schnell, hä? Während ich trinke, wurde ich abgeschossen. Geil. Das ist aber nicht nett. Wo ist er denn? Du kriegst mich doch eh nicht. Und ich sprinte nicht einmal. Jetzt sprinte ich aber. Ich bin ja gleich da. Sag mal, verfolgst du mich jetzt ernsthaft bis zum Portal? Was bist denn du für ein Lolleck? Geh mal wieder dahin zurück und hergekommen ist geschlafen. Ja, die Potion hat auch schon nachgelassen, ne? Aber ich werde jetzt keine neue reinpfeifen. Warum auch? Ja, hä, kommst du wohl nicht zu mir, hä? Haha. Und ab zur Base. So, ich werde jetzt die Sachen verkaufen gehen, alles einlagern, was ich bis jetzt gefunden habe. Und in der nächsten Folge gehen wir nochmal in das Dungeon rein, denn das wird ein bisschen schwieriger werden. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.